Wir sind wirklich ein sehr umfassendes Referat. Wir haben die verschiedenen Themen angesprochen, die wir heute jetzt in der Diskussion vertiefen werden. Mein Name ist Matthias Stürmer, ich bin Geschäftsleiter der Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit und habe da die Aufgabe als Moderator zwischen den verschiedenen Personen, die auf dem Panel sind, zu wirken. Wer ist auch hier? Wir haben auf meiner Linken Simon Osterwalder, er ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer von Swiss Digital, ein Verband von 200 Firmen, die regionale Glasfasernetze besitzen. Dann haben wir Urs Scheppi auf der anderen Seite, der kennen wahrscheinlich alle, CEO Swisscom und in dem Sinn natürlich auch besonders betroffen durch diese neue Regulierung. Sarah Stalder, sie ist Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz. Auch sie ist breit bekannt. Auch sie hat sich in der Vergangenheit schon verschiedenen Themen geäußert. Und noch zu meiner Linken Olaf Swanti, CEO von Sunrise. Auch hier eine bekannte Firma, die wir ja alle kennen in der Schweiz. Es freut mich sehr, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir machen jetzt das folgendermaßen. Wir haben eben so rund eine Stunde Zeit für die Diskussion. Wir werden zuerst beginnen mit den kurzen Statements von allen anwesenden Panel-Teilnehmerinnen und Teilnehmern und anschließend habe ich so zwei, drei Icebreaker-Fragen und dann ist dann das Mikrofon geöffnet für alle, die da schon lange darauf warten, mal eine Frage zu stellen oder natürlich auch ein Statement abzugeben. Gut, wo fangen wir an? Ich schlage vor, Simon Osterwalder, Sie dürfen gerne ein erstes Statement abgeben. Was ist Ihre Position? Also wir haben ja die zwei Themen Netzzugang und Netzneutralität. Das Thema Netzsperren haben wir schon früher mal etwas vertieft behandelt. Also damit Sie die Zeit ausschöpfen können, Zugang und Netzneutralität, was ist da Ihre Position? Ja, also vielen Dank, dass Sie mir als Jungspund in der Runde das erste Votum geben. Ich bin mit Simon in vielem einig, außer seiner Ausführung zur Netzneutralität. Das wird dich nicht überraschen. Ich vertrete Ihre Interessen von vielen, vielen Unternehmen, verschiedenen Unternehmen, die eben gerade in den Boden investieren, dass das Internet, das du beschrieben hast, auch funktioniert. Zu deinen Aussagen zum Netzzugang, ich glaube, du hast das alles sehr gut zusammengefasst. Du hast vor allen Dingen auch den Gesetzesartikel einmal beleuchtet, was in Artikel 11 wirklich geändert wird. Uns Juristen sagt man an der Uni immer, es geht alles über Gesetzeslektüre und das ist so. Es ist in der Tat im Bereich des Zugangs ein Mini-Revisionchen. Wir müssen auch immer wieder in Erinnerung rufen, woher kommen wir bei diesem Gesetzesrevisionsprojekt? Als der Bundesrat mit der ersten Vorlage in die Vernehmlassung gegangen ist, gab es tausende von Seiten Vernehmlassungsbeiträgen und selbst in der Branche der Netzwerkbetreiber unisono eigentlich den Konsens, das geht ein bisschen gar zu weit. Das ist ein bisschen gar zu offensiv und das könnte in der Tat dorthin führen, dass du erwähnt hast, dass mit einer kostenbasierten Regulierung natürlich die Investitionstätigkeiten, die wir in der Historie hochgehalten haben, die wir auch in der Gegenwart hochhalten, die wir multipolar, also es gibt viele Stakeholder, die in Infrastruktur investieren. Sunrise investiert hauptsächlich auch in die Infrastruktur von Swisscom, aber das kann dann Olaf auch sagen. Das ist etwas, was man bewahren muss und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass mit dem ersten Entwurf das nicht gelungen wäre. Ich habe immer geglaubt, wenn man Vernehmlassungsbeiträge macht, bringe das nichts. In diesem Fall war das eben gerade nicht der Fall. Das BAKOM hat hier das Ganze enorm redimensioniert, Richtung Konsensfähigkeit getrieben. Und was hier in Bezug auf den Zugang herausgekommen ist, ist nichts anderes als eine zukunftsgerichtete Erhaltung des Status quo. Und wenn wir am Hearing zugehört haben, Anfang November, das wollen ja alle. Herr Scheppi wird es Ihnen auch sagen, wir wollen den Status quo bewahren. Ich will mit meinen Mitgliedern natürlich ins Wholesale-Geschäft, das wir verschlafen haben die letzten 15 Jahre. Und ich will mit meinen Mitgliedern insbesondere auch sicherstellen, dass wenn einer seinen technischen Footprint verlassen will, dass er nicht daran gehindert wird, auf
vielen verschiedenen Infrastrukturen auch seine Produkte anbieten zu können. Ich glaube, das ist eine gute Revision, man kann die unterstützen und ich frage nachher in die Runde, wie man hierzu herumrennen kann und sagen, tretet nicht mal auf die Diskussion ein, liebe Politiker. Das ist eine Abwehrhaltung, die mich wirklich erstaunt als Bürger. Gut. Man verhindert die Diskussion. So. Okay, also heute diskutieren wir hier live on air. Ich würde vorschlagen, Herr Schäppi, Sie können sich gerne gleich auch Ihre Position da anbringen. Ja, verehrte Damen und Herren, bei dieser FMG-Revision geht es ja um viele Themen, oder? Es ist eine sehr heterogene Vorlage. Einerseits geht es um die Zugangsregulierung, möchte ich nachher darauf eingehen noch kurz. Und es geht um Kundenanliegen. Diese Kundenanliegen, da haben wir großes Verständnis dafür. Die soll man proaktiv angehen. Das machen wir auch, das sehen wir auch als unsere Verpflichtung. Also diese Vorschläge zu Kundenanliegen, die unterstützen wir. Und dann geht es noch um eine Kompetenzdelegation bei dieser Revision. Also es soll ja vom Parlament weg an den Bundesrat, respektive die ComCom und die BACOM, die Kompetenz delegiert werden, was aus meiner Sicht auch eine substanzielle Veränderung ist und nicht irgendwie ein Revisionchen, Herr Osterwalder. Das ist ein Paradigmawechsel, was hier passiert. Und der Paradigmawechsel, der ist substanziellst, oder? Weil man ändert mitten in einem Game, bei der Revision des Fernmeldegesetzes im Jahre 2007, wurde bewusst und weise entschieden, dass nur die alten historischen Netze reguliert wird. Und jetzt sollen alle Netze, die im freien Wettbewerb entstehen, reguliert werden. Also insbesondere die der Swisscom, deshalb sind Sie ja so happy, Herr Osterwalder, dass die Kabelnetze rausgenommen wurden, weil es einseitig gegen die Swisscom geht. Die Swisscom investiert seit dieser Revision, wo das Gesetz revidiert wurde im 2007, haben wir über 12 Milliarden in diese Netze investiert. Und deshalb finde ich, es ist angebracht, dass wir hier eine gewisse Rechtssicherheit haben und somit auch einen Investitionsschutz. Also es ist ein Paradigmawechsel. Wenn wir über diese FMG-Revision im Zugang sprechen, dann geht es um ein Abwägen, aus meiner Sicht, für das Parlament, in welche Richtung setzt man die Incentives? Setzt man die Anreize in Richtung derjenigen, die investieren, sodass sie eine Rechtssicherheit haben und die Möglichkeit haben, zu amortisieren? Oder setzt man die Anreize in Richtung derjenigen, die nicht investieren und die möglichst billig auf Infrastrukturen von anderen wollen. Ich glaube, das ist die Grunddebatte, die geführt werden muss. Wir sind dagegen bei dieser Zugangsregulierung, primär aus drei Gründen. Das Fernmeldegesetz ist eine absolute Erfolgsstory. Schauen Sie die Schweiz an und vergleichen Sie die mit dem Ausland. Wir haben die höchsten Investitionsquoten in der Schweiz. Wir haben die besten Infrastrukturen. Die EU sucht Mittel, damit in diese Netze investiert werden, Milliarden. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Die Preise sind runtergegangen. Da können Sie auch diverse Statistiken anschauen, sogar solche von Ihnen. Da sieht man, dass die Preise im Telekommunikationsmarkt substanziell runtergegangen sind, indem alle anderen Preise eigentlich hochgingen. Also wir haben eine Erfolgsstory. Zweitens haben wir einen wirklich funktionierenden Markt. Wir haben beispielsweise Wettbewerb auf diesen Festnetzinfrastrukturen. Die Kabelnetzanbieter decken. Es wird immer vernachlässigt, wird gesagt, die Swisscom baut sich ein neues Monopol auf und so weiter. Das sind alles Lügen. Die Kabelnetzanbieter decken über 80% der Schweiz mit eigenen Netzen ab. Dann gibt es die Glasfasernetze in den Städten von EWES und dann kommen auch Alternativtechnologien, immer mehr 5G-Technologien, 4G-Technologien, die an vielen Orten Substitute sind für Festnetze. Also es ist einfach
eine Falschheit, wenn man sagt, es existiert kein Wettbewerb. Also wir haben einen funktionierenden Markt, sagt selbst der Bundesrat in seiner Botschaft. Und der dritte Punkt ist, diese Revision, die wird, und das ist keine Drohung, aber die wird die Investitionsdynamik bremsen. Die Schweiz hat heute diese gute Position, weil wir einen funktionierenden Infrastrukturwettbewerb haben. Das treibt auch die Swisscom zu solch hohen Investitionen, aber wir brauchen Rechtssicherheit. Wenn Sie keine Rechtssicherheit haben, dann können Sie sich vorstellen, was ein Unternehmen macht, das um seine Ressourcen kämpfen muss, wo das es die Mittel investiert. Also von dem her, wir sind dagegen. Zum Thema Netzneutralität, komplexes Thema, sehr komplexes Thema. Wir haben in der Branche einen Kodex vereinbart. Lesen Sie den mal. Wir bekennen uns, garantieren ein offenes Internet. Wir haben eine unabhängige Schlichtungsstelle eröffnet. Zwei Vorstöße hat es bis heute dort gegeben. Und eigentlich beide, musste man sagen, das hat nichts mit Netzneutralität zu tun. Also wir stehen für ein offenes Internet und wir können es uns gar nicht leisten, Dienste zu blockieren oder runterzudrosseln. Wir haben Wettbewerb und das Beste gegen Exzesse in der Netzneutralität ist eine gute Infrastruktur. Wenn Sie gute Infrastrukturen haben, dann kommt keiner auf die Idee, eigentlich Dienste zu blockieren oder runterzudrosseln, weil sie schädigen ja damit ihre Kunden. Also der Vorschlag bezüglich Netzneutralität finde ich pragmatisch und zielführend, so wie er im FMG steht. Schädlich und unnötig finde ich die Regulierung bezüglich des Zugangs. Gut, vielen Dank für diese Statements. Das hat auch beide wichtigen Themen, die wir heute besprechen, abgedeckt. Frau Stalder, Sie haben diesen Code of Conduct gelesen. Sie waren ja auch in dieser Arbeitsgruppe beim BAKOM dabei. Können Sie uns Ihre Position dazu sagen und natürlich dann auch zum Netzzugang? Besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ganz zuerst möchte ich aber noch anfügen, ich fühle mich etwas untervertreten, weil Kommunikation ist, würde ich sagen, hauptsächlich auch eine Frauenangelegenheit, nicht nur die Männer. Aber jetzt das Technische, das werden die Männer besprechen. Wir Frauen geben uns da natürlich Mühe, auch mitzuhalten. Ich war nicht bei der Arbeitsgruppe dabei, bei dieser Netzneutralität. Nein, ich war einer der beiden Fälle, die vor diese Ombudsstelle getragen wurde. Und da ging es genau darum, dass eben Sunrise WhatsApp vorzieht und ich möchte aber lieber Threema haben. Das geht nicht. Und das ist für mich ein ganz klarer Fall, dass man eben einen Dienstleister ausschließt. Die Ombudsstelle hat so entschieden, dass sie dann ihre Richtlinien angepasst hat, aufgrund meines Falls. Und das kann natürlich dann auch nicht der Schluss sein, dass man einfach, wenn ein Fall kommt, irgendetwas neu anpasst. Grundsätzlich möchte ich zuerst sagen, wir sind eigentlich froh, sind wir da, wo wir heute sind, mit diesem Gesetz. Ich habe in der Botschaft nochmals geschaut, eben auch die Geschichte, die Herr Osterwalder schon erwähnt hat. Es ist ein Zickzack. Innerhalb von etwa 2-3-Jahres-Rhythmus hat der Bundesrat Berichte verfasst seit der ersten Revision 2007, hat also der Swisscom doch noch einige Jahre Rechtssicherheit geschenkt. Man kann sagen, die Swisscom hat jetzt eigentlich 20 Jahre Rechtssicherheit gehabt. Was gefehlt hat während dieser 20 Jahre ist, dass man das Gesetz nicht dauernd beobachtet hat und eben auch justiert hat. Ich bin mit Herrn Schäppi nicht ganz einig, wenn er sagt, dass der Markt funktioniert. Wir haben immer noch eine Swisscom, die eine sehr hohe Marktdominanz hat. Und das stört uns. Wir möchten, dass eben der Markt wirklich lebendig wird, sodass eben die Dienstleister auch einen Markt machen können. Wir sind Weltmeister, aber eben auch in den Preisen. Und die Preise, die sind sehr hoch, die sind zwar runtergekommen, aber wir haben immer noch die vielleicht sogar international höchsten Preise für Telekommunikationsdienstleistungen. Das Wichtigste wäre also gewesen, dass man das Fernmeldegesetz immer angeschaut hätte, nachjustiert hätte. Und das Zweitwichtigste wäre gewesen, dass man einen Regulator eingesetzt hätte, der eben auch Entscheidungsbefugnisse hat. Dann wäre diese Rechtssicherheit auch etwas schneller da gewesen. Zum Technologie,
Zugang sagen wir natürlich, das ist richtig und gut, dass man das auch so macht. Und die Netzneutralität, das haben Sie vielleicht in meinem Statement gehört, da sind wir auch der Meinung, dass man das nicht nur informieren muss, sondern eben auch regulieren muss. Wenn man nur informiert, Sie haben selber vielleicht schon mal ein Angebot ausgesucht aus der großen, breiten Palette der Telekommunikationsangebote. Das wird einen Zusatz geben, der das alles noch viel komplizierter macht. Man muss dann nämlich plötzlich noch schauen, welche Dienste sind wo eingeschlossen oder in welcher Geschwindigkeit wird was geboten. Das ist ein vollkommenes Chaos in einem jetzt schon undurchsichtigen Dschungel. Vielen Dank auch für diese Stellungnahme. Und last but not least, Herr Swanti. Last but not least, ja. Ich dachte, die Introductions waren immer ganz kurz. Ich habe mich auf eine ganz kurze vorbereitet, aber jetzt muss ich es auch etwas länger machen. Fühlen Sie sich frei, genau. Ja, also fühle ich mich frei, genau. Ich bin aber nicht. Gut, besten Dank erstmal für die Einladung zum heutigen Open Hearing. Sunrise ist der Challenger. Challenger heißt Wettbewerb und das, da stehen wir. Wir stehen für Wettbewerb. Also, das ist ein Punkt, wo Urs und ich uns absolut einig sind, dass Wettbewerb wichtig ist und dass die Wettbewerbssituation beibehalten werden muss. Und deshalb sind wir absolut für die Zugangsregelung. Da sind wir also etwas unterschiedlicher Meinung. Und der Grund ist, dass die Zugangsregelung eigentlich nichts anderes macht, als der heutige Status quo beizubehalten. Weil der einzige Grund, dass Sunrise heute einen guten, fairen Preis anbieten kann und damit überall in der Schweiz Wettbewerb generieren kann mit unseren Internet- und TV-Produkten, ist, dass der Druck von der Regulierung Urs oder Swisscom zu dem Verhandlungstisch gebracht hat. Wenn es diesen Druck nicht mehr gibt, dann ist das gefährlich, weil dann gibt es keinen Anreiz für Swisscom, um einen fairen Preis da zu gestalten. Und ich sage nochmals, es ist nur, wenn der Markt nicht funktioniert, dass der Regulierung überhaupt eintritt. Also wir reden hier über ein, du hast es genannt, glaube ich, Revisionchen. Oder, es ist nur dann, wenn der Markt nicht funktioniert, wenn die Verhandlungen nicht gut laufen, dass der Bund letztendlich eingreift. Und deshalb ist das ganz, ganz wichtig, dass das kommt, weil das sorgt dafür, dass wir nach wie vor einen guten, sauberen Wettbewerb haben im Internet, überall in der Schweiz. Der zweite Punkt, wo ich nicht 100% einverstanden bin mit Swisscom. Man sagt immer, dass Swisscom der Einzige ist, der investiert in der Schweiz. Das stimmt einfach nicht. Ja? Wenn man im Internetbereich schaut, fast 50%, das hat die WIG-Studie gezeigt, genau gesagt 44% der aller Investitionen im Telekommarkt werden von allen alternativen Anbietern und Anbieterinnen in der Schweiz geführt. Und die Investitionsquote bei Sunrise, gut, das gab es nicht immer. Wir setzen jetzt seit ein paar Jahren auf eine Qualitätsstrategie. Früher haben wir das weniger gemacht, früher haben wir weniger investiert. Wir investieren heute 21% von unserem Umsatz in der Schweiz. Das ist mehr, als was Swisscom macht. Swisscom investiert 16% von ihrem Umsatz in der Schweiz. Sorry, ich bin da. Das nein, aber das ist wichtig, gut. Weil ich finde, Investitionen, das machen wir jeden Tag. Deshalb haben wir gestern 5G. Das ist wichtig für uns. Und ich finde es immer schlecht, wenn man dann behauptet, dass wir die Einzigen sind, die es nicht machen, dass es nur Swisscom gibt. Aber zur Netzneutralität noch ganz kurz, weil da bin ich auch aus Sunrise etwas persönlich angegriffen heute mit WhatsApp. Also ich habe Threema auf meinem Telefon. Ich finde, dass es sehr gut funktioniert. Und was ich interessant finde, ist in der ganzen Debatte, ich meine, das WhatsApp-Angebot ist ein Angebot. Wir haben viele andere Angebote. Wir glauben, der Markt spielt. Der Kunde und Kundin kann entscheiden und wird entscheiden, ob er WhatsApp oder Threema oder einen anderen Dienst benutzt. Und Threema, by the way, hat sich noch nie bei mir gemeldet. Noch nie. Und wir haben bei uns gemeldet, hey, ihr habt MTV mit WhatsApp, wir kommen nicht in den Schweizer Markt an den Kundenbasis. Das wäre eine Einladung an Threema, sich bei Ihnen zu melden. Ja, die können, klar, die können, doch, die können sich melden. Ich habe noch nie, und wir haben mit Threema gearbeitet. Sorry, mein Einführung ist etwas langer. Also deshalb bin ich einverstanden mit Urs und mit Swisscom, dass ich glaube, dass es heute ein offenes Internet gibt in der Schweiz. Sunrise will, dass das Internet offen ist und offen bleibt.
Ich würde nur sagen, wenn der Bund, ich bin kein Politiker, aber wenn die Politik entscheidet, dass es ein Netzneutralitätsgesetz braucht, gibt es auch gewisse Risiken, die man nicht vergessen muss. In der Technologie gibt es jetzt die Möglichkeit, Dienstleistungen unterschiedlich anzubieten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Blaulichtorganisation in der Schweiz braucht eine etwas andere Dienstleistung von einem Telco und von einem Netz als zum Beispiel ein Konsument, der Gaming macht. Es wird sehr viel schwieriger, diese unterschiedlichen Dienstleistungen zu reflektieren auf ein Netz, wenn es ein sehr striktes Netzwerkneutralitätsgesetz gibt. Okay. Also da sind Sie gleicher Meinung mit Herrn Schäppi, wie ich das verstanden habe. Viele Bereiche. Ja. Gut, also das waren die Anfangsstatements. Wir sind in dem Sinn schon mittendrin. Wir haben diese beiden Themen, die wir haben, jetzt angesprochen. Damit wir das ein bisschen strukturieren können, die Diskussion, wie gesagt, zuerst mal über diesen Netzzugang, Swisscom versus alle anderen. Und dann im zweiten Teil dann über Netzneutralität. Von dem her darf ich gerne mal eine anwesende Nationalrätin das Wort geben. Ich möchte mich, meine Damen und Herren, besten Dank für Ihre Ausführungen, nicht unbedingt jetzt an Ihre Ordnung halten, sondern habe ich zuerst eine Frage, wenn Sie das gestatten. Sie können sie dann auch am Schluss nehmen. Ja. Ich frage das als Laien und als Benutzerin, als Konsumentin. Mhm. Bringt diese Revision, ich hätte gerne eine Antwort von den Anbietern, mir tiefere Preise, kostengünstigeres Angebot, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, bringt diese Revision eine flächendeckende Abdeckung in Bezug auf die ganze Schweiz, nicht nur Städte, sondern auch Randgebiete? Mhm. Das ist das, was mich persönlich interessiert. Ja. Und die zweite Fragenkomplex betrifft die Interoperabilität zwischen Mobilnetz und dem Festnetz. Wird das irgendwie beeinflusst jetzt mit dieser Revision? Mhm. Vielen Dank für die auch sehr spannenden Fragen, aber wir sind natürlich flexibel bei Paradigmen und nehmen die gerne gleich auf. Von dem her darf ich beispielsweise mal Herrn, Sie hatten vorhin geredet, Herr Schäppi, Sie dürfen. Ja, Sie haben. Du kannst, wie viel dann die Preise für den Endkunden runtergehen, das weiß ich auch nicht. Das wird der Wettbewerb zeigen, oder? Aber eines, und von dem bin ich überzeugt, wissen Sie, wenn die Preise im Festnetzgeschäft bei der Swisscom Wholesale runtergehen, dann werden auch die Preise, die Wholesale-Preise bei den anderen überall runtergehen müssen, weil sonst sind sie nicht wettbewerbsfähig. Also das ganze Niveau geht runter, sie lassen Investitionsvolumen aus diesem Markt raus. Und das sind dreistellige Millionenzahlen, da können Sie sicher sein. Und das Geld wird fehlen. Das Geld wird at the end fehlen. Und wo? Wenn Sie ein Unternehmen sind, wo eng an Kapital ist, Sie werden primär dort investieren, wo der große Wettbewerb ist. Also der Stadt-Land-Graben, der wird durch das gefördert, da bin ich überzeugt. Sie werden mehr in Städten investieren, dort, wo die Kabelnetzanbieter sind, dort, wo die EWS sind. Und in der Fläche draußen, wenn Sie zu wenig Geld haben, werden Sie weniger investieren. Also das ist das, was Sie in der Medienmitteilung vom 7. September geschrieben haben, quasi Ausbau der Regulierung fördert digitalen Stadt-Land-Graben. Ist das auch in Ihrem Verständnis, Herr Swanti? Nein, das sehe ich wirklich ganz anders. Also, um es nochmals zu sagen, Swisscom und Sunrise haben heute einen fairen Vertrag gemacht, vor ein paar Jahren, unter dem Druck von möglichen Regulierungen. Auf Basis von diesen fairen Preise, die aus unserer Sicht nicht gesichert ist, wenn es diesen Regulierungsdruck nicht gibt, gibt es uns die Möglichkeit und auch anderen, überall in der Schweiz kompetitive Internet- und Fernsehprodukte anzubieten. Wenn es diese fairen Preise nicht geben würde, ist es nicht sicher, dass Sunrise in der Lage ist, auch in Wallis oder in alle Regionen ein kompetitives Internet- und TV-Produkt anzubieten. Das Zweite ist, dank dieses faire Pricing und dieses Modell, was wir aufgebaut haben, verdient Swisscom jedes Jahr von uns um die 200 Millionen Franken. Diese 200 Millionen Franken und insgesamt das Wholesale Revenue bei Swisscom ist fast eine Milliarde. Eine Milliarde pro Jahr.
Diese Gelder werden natürlich auch investiert in Infrastruktur und in Verbesserungen. Da müsste mindestens investiert werden. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass die Zugangsregelung genehmigt wird, dass es auch in Zukunft und nochmals, dass die heutige Wettbewerbssituation bleibt. Ob es besser wird, ist anders, aber mindestens nicht schlechter wird. Darf ich noch nachfragen, dass Herr Scheppi sagte, dass die Investitionen zurückgehen werden aufgrund dieser niedrigen Preise. Können Sie dem zustimmen? Nein, weil wenn man sieht, wie die Wholesale Revenues bei der Swisscom sind immer über die letzten paar Jahre immer ungefähr gleich geblieben. Das ist immer ungefähr 1 Milliarde Schweizer Franken. Das ist fast so viel, was Salt insgesamt generiert an Umsatz. Das fließt über diesen Wholesale-Verträge bei Swisscom rein. Und diesen Beträgen, klar, Swisscom entscheidet damit, ob es investiert wird, wo es investiert wird, aber das fließt zurück in Investitionen. Und das Zweite ist, wie ich das vorher gesagt habe, wir investieren auch. Wir investieren, Ihre zweite Frage war zu den ganzen geografischen Abdeckungen. Wir haben sehr stark investiert, um auf 95% geografische Abdeckung zu kommen mit Mobilfunk. Und wir glauben, vor allem in die Regionen, wo weniger Menschen wohnen, kann Mobilfunk eine Alternative sein. Und vor allem technisch, längerfristig ist es möglich, sogar ein Mobilfunk Geschwindigkeit zu verbinden mit einem Festnetz. Das nennt man Bonding auf Englisch. Und damit kann man auch Geschwindigkeiten bringen, die gut sind in den Regionen. Sehr gut. Okay, Herr Scheppi, fairerweise, kurzer Blick. Also zuerst zu dieser Investitionsgeschichte. Ich meine, wir sind ja diejenigen, die dann in der Fläche irgendwo total neben draußen investieren. Und das ist einfach, oder? Es ist ganz einfach. Wenn Sie weniger einnehmen, dann können, was kann die Swisscom machen? Wir können etwas Kostenmanagement machen, da liegt nicht viel drin. Da liegt noch etwas drin, aber nicht viel. Wir können Dividende reduzieren oder wir können Investitionen reduzieren. Die Swisscom schüttet heute über 90% aus, des Free Cashflows. Also, und deshalb ist meine Aussage, wenn die Preise runtergehen auf dem Wholesale-Geschäft, und sie gehen ja nicht nur auf dem Wholesale-Geschäft runter, sie werden am Schluss auch etwas im Endkundenmarkt runtergehen. Wie viel kann ich Ihnen nicht sagen. Das wird Luft zum Telekommunikationsmarkt rauslassen. Und somit wird weniger investiert und das wird primär in den Regionen draußen weniger investiert. Wir sehen es dann, aber das ist meine Prognose. Okay. Punkt Nummer zwei ist, die Swisscom macht nicht 1 Milliarde Umsatz mit Wholesale-Produkten. Da sind noch Roaming-Themen drin und so weiter. Inbound-Roaming, das muss man genau anschauen. Also von dem her, noch ein Punkt, der letzte, der scheint mir ganz wichtig, Bonding. Olaf gibt mir einen Steilpass, dass eigentlich Wettbewerb unter diesen Netzen existiert. Genau das, es gibt x Alternativen heute zum Telekommunikationsnetz der Swisscom. Und das dürfen Sie einfach nicht außer Acht lassen, wenn Sie über solche Regulierungen sprechen, wo man auf Vorrat etwas regulieren will, was funktioniert. Okay, also eine der Alternativen sind ja die Glasfasernetze. Herr Osterwalder, Sie möchten sich schon lange melden. Ja, Frau Nationalrätin Oberholz hat ja einfache Fragen gestellt und ich versuche Ihnen einfache Antworten zu geben. Flächendeckende Erschließung, resultiert das aus dieser Revision? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn Sie die Botschaft des Bundesrats lesen, ist auf gefüllten 200 Seiten gibt es einen Nebensatz, der sehr wichtig ist. Sie haben nämlich gesagt, dass dieses Thema, das Sie auch in Ihrem Internetgrundsatzpapier Ihrer Partei angesprochen haben, im Zuge der Abhandlung der Tessiner Standesinitiative angeschaut werden muss. In Ihrem Internetpositionspapier der Sozialdemokratischen Partei gibt es einen interessanten Ansatz, wo man sagt, ja, diese komplette Erschließung in denjenigen Gebieten, wo es weder Kabelnetze noch irgendein EWE gibt, das sagt, jetzt nehmen wir das Heft selbst in die Hand. Ich glaube, heute machen Sie das mit Herrn Gandinas da mit den Meterlen, mit den Megabytes, aber das ist vom Bakrom ganz bewusst herausgenommen worden. Die zweite Frage, gibt es tiefere Preise? Ja. Ja,
gibt es. Herr Schäppi hat es gesagt, er hat unsere Untersuchungen angesprochen. Es ist erwiesen, dass seit der Liberalisierung des Fernmeldemarktes wegen dem aktuellen Status quo, der Wettbewerbssituation, der Investitionstätigkeit, übrigens, wir haben hier einen Vertreter eines regionalen Kabelnetzbetreibers, EBL Telekom AG, gehört den Hauseigentümern im Kanton Jura. Direkter Mitbewerber von Swisscom in Dörfern, wo der Netzausbau von Swisscom, das dann nicht mehr reguliert sein soll, von Gemeindebeiträgen finanziert wird. Das ist eine interessante Geschichte. Wenn wir den Status quo wahren, kann ich Ihnen sagen, dann ist es so, wie Herr Schäppi sagt, es geht weiter so. Wenn wir dann auch noch den Mobile, wenn es unserer Branche gelingt, das auch, und das ist die letzte Frage, auch noch auf die Mobile-Antennen zu kommen, dann werden wir auch ein eigenes Core-Netzwerk aufbauen, dann haben wir totalen Wettbewerb. Aber, meine Damen und Herren, es ist so, dass wir heute, und jetzt spreche ich, wenn ich von wir rede, von meinen 200 Mitgliedern, wir müssen heute als regionale Unternehmen, die rein konzeptionell schon Probleme damit haben, weil wir einfach kleiner sind als Sunrise und Swisscom, müssen wir kämpfen. Wenn es um Geldgenerierung geht, Sie haben den Bericht des Bundesrats gelesen am letzten Freitag, da steht in einer kleinen Fußnote, Swisscom hätte es einfach bei Finanzierungen, bei CapEx-Beschaffungen, weil sie eine implizite Staatsgarantie haben. Meine Mitglieder kriegen kein Geld mehr, weil der Rollout-Plan von Herr Schäppis Ausbaustrategie den Bankern solche Angst fabriziert, dass sie uns gar kein Geld mehr geben. Und deshalb muss ich als Geschäftsführer des Verbandes ein bisschen in die Zukunft schauen und sagen, okay, lasst uns den Status quo mit einer ganz kleinen Anpassung im Gesetz sicherstellen. Es ist keine Regulierung auf Vorrat. Und es ist auch nicht so, das höre ich jetzt schon zum zweiten Mal und ich weiß, dass das in politischen Kreisen nicht gut ankommt. Man nimmt dem Parlament Macht weg. Das stimmt nicht. Man hat es dem Bundesrat gegeben und sogar noch gesagt, es gibt da noch eine Vernehmlassung, wenn reguliert werden sollte. Also ich glaube, diese demokratische Keule können wir nicht schwingen. Und auch nochmal zu tieferen Preisen. Wir hätten keine sinkenden Preise seit 1998, wenn nur Swisscom investiert hätte. Ich sage nicht, dass Swisscom nicht investiert und Swisscom, Herr Schäppi, macht übrigens auch einen super Job, das wissen Sie, sage ich immer gern, deshalb ramble ich so gern mit Ihnen. Aber Sie haben 70% Marktanteile, wenn man so ein bisschen ungenau den Durchschnitt nimmt von allem. Und das ist eine Tatsache, die man schon auch im Auge behalten muss. Umso mehr kann ich nicht verstehen, weshalb Sie so militant dagegen sind, hier dieses Revisionchen zu machen. Da üben wir Politiker für nichts. Also billigere Preise, flächendeckende Erschließung können Sie machen, zusammen mit dem Backcom. Da gibt es spannende Ideen. Und das Letzte habe ich vergessen. Gut, ja, also jetzt gerne Frau Stalder, Sie vertreten ja die Konsumentinnen und Konsumenten. Was denken Sie, was gibt es tiefere Preise? Also wir hoffen, dass es tiefere Preise gibt und einerseits wegen der Gesetzrevision, da ist zum Beispiel die Roaming-Frage, wird angeschaut, da kann man dann, wenn es nicht funktioniert, eben intervenieren, der Bundesrat hätte dann Möglichkeiten. Also das ist wirklich ein Teil. Dann das zweite, Netzausbauen. Wir denken auch, dass der Netzausbau in der Schweiz eigentlich weiterfahren könnte und zwar auch in den ländlichen Gebieten, sowieso, ich aus dem Emmental hoffe das sehr, aber die Dienstleistungen, die dann angeboten werden, das ist das Problem. Also das nationale Dienstleistungen können Swisscom, UPC, Sunrise, allenfalls Salt, können das machen, aber die einzelnen EWs, die können dann nicht nationale Dienstleistungen auf ihren Netzen laufen lassen. Ihnen fehlt also der Zugang. TV und so Sachen. Genau, und da komme ich zum Dritten. Ich bin eben überzeugt, dass die Preise auch sinken werden ohne dieses Gesetz, weil Swisscom macht jetzt Bündelangebote mit Internet und TV und jetzt gibt es neue Mitbewerber. Der Zone, Sky Sport, das sind Internetanbieter und da kann man zu einem Sackgeld genau das gleiche beziehen wie zu ganz teuren Preisen, zum Beispiel bei der Swisscom oder auch bei UPC. Und da muss irgendetwas passieren, weil sonst werden die Leute einfach abspringen. Sie werden sicher diese Angebote nicht mehr abonnieren. Okay, also der Markt ist sowieso im Wandel. Weitere Fragen aus dem Publikum? Herr Glättli. Mikrofon. Ja, das hätte ich als HPG wissen müssen, dass man das Mikrofon anstellt. Da ist jetzt gerade die Frage an Frau Stalder.
genau das ist aber etwas, was nur dann sicher funktioniert, wenn eben auch die Netzneutralität gewährleistet wird, entweder faktisch bleibt oder dann eben nicht, wenn es nicht bleibt, eben auch durchgesetzt werden kann. Weil sonst funktioniert genau diese Konkurrenz nicht. Das ist eine ideale Überleitung zu unserem zweiten Thema. Also können Sie dem zustimmen? Oder? Ich habe genickt, also wir sind auf der gleichen Linie. Ja. Es ist so, dass man eben dann, wenn die Netzneutralität nicht geregelt wird, genau solche Anbieter eben blocken könnte. Ja. Also eine Frage ist ja immer noch im Raum, quasi was ist überhaupt Netzneutralität? Wir haben immer uns auch ein bisschen in diesem Zusammenhang gestritten und einfach da nochmal die Frage, offenbar gibt es da auch ein gewisses Begriffsmissverständnis, wenn die einen sagen von Netzneutralität, geht es um Bremsen von den Diensten. Simon Schlauer hat ausgeführt, dass eben auch eine kommerzielle Nicht-Neutralität passieren kann von den Services. Ich stelle mal die Frage in den Raum. Ist jemand das? Genau. Aber Herr Hardecker, Sie haben noch eine Frage. Ja, ich hätte eben noch eine Frage zum vorherigen Thema. Dürfen Sie gerne. Wir sind ja in einem Interessenkonflikt. Auf der einen Seite die flächendeckende Grundversorgung, auch in ländlichen Gebieten, und auf der anderen Seite die Abgeltung der Investitionskosten. Wären dann alle damit einverstanden, dass die Abgeltung so hoch wäre, dass sie eben eine flächendeckende Grundversorgung auch in ländlichen Gebieten garantieren würden? Das zugunst oder zu Ungunsten einfach nur tieferer Preise. Also dass man sagt, es kostet eben auch etwas, wenn wir die nationale Kohäsion auch bei den Infrastrukturen finanzieren wollen, dann kostet das etwas und das akzeptieren wir aber im nationalen Interesse. Ja. Also ich antworte jetzt als einer, der, wie Herr Schäppi gesagt hat, viele in den ländlichen Regionen im Verband hat. Also wir müssen die Relationen wahren. Wir haben in der Tat 80% Coverage, wenn Sie die Landkarte anschauen. Und da 80%, das liegt und wirklich auch im Entlebuch und in Mühren und in Gegenden, wo über lokale Initiativen der Breitbandausbau eher realisiert worden ist. Ich sage jetzt nichts. Weil man eben nicht darauf gewartet hat, dass die ehemalige PTT damals investiert hat. Also diese lokalen Initiativen von Lokalunternehmen, die gibt es in der ländlichen Region schon. Das ist teilweise etwas zufällig, wie das entstanden ist. Und das kann teilweise in Gemeinden von Quartier zu Quartier noch variieren. Was ist die Zukunft? Die Zukunft ist, wenn wir von einem 100%igen flächendeckenden Ausbau sprechen, dann sprechen wir etwa über 5% aller bewohnbaren Häuser in der Schweiz. Und ich glaube, das ist etwas, Herr Hardecker, dass man in der Tat im Rahmen einer komplett entkoppelten neuen Grundversorgungsdebatte diskutieren könnte. Und da bin ich auch der Meinung, dass man, Sie haben jetzt da die Brücken zu anderen Infrastrukturen geschlagen, wie sagt man denn politisch, Kohäsionsfonds oder was? Oder was? Also, es ist auch eine Frage des Zusammenhalts, nicht auch der Stadt-Land, wir haben einen riesigen Stadt-Land-Konflikt eh schon, nicht? Und die Landgebiete, die fühlen sich ja immer ein bisschen abgehängt, auch zum Beispiel bei der Versorgung. Nicht? Oder ich bin der Meinung, das ist ein interessanter Punkt und es wird auch meines Erachtens von allen mitgetragen. Es sitzt keiner hier am Tisch, der sagt, ich ziehe mich aus der ländlichen Region zurück. Das geht in der Schweiz nicht. Aber umso wichtiger wäre es eben, dass wir die Dienstewettbewerbe auch in die Regionen tragen. Und das hat Olaf Swonti vorhin erklärt, wie das funktioniert. Also jemand, der sich eben sehr stark für die gegen den Stadt-Land-Graben einsetzt, ist Herr Schäppi. Oder Sie haben ja gesagt, Herr Osterwald, wenn dann nicht ausgebaut wird in der Fläche, dann legen wir einen Fonds auf, so wie die Tessiner Initiative. Wer zahlt das? Am Ende zahlt das der Steuerzahler. Irgendjemand muss ja das zahlen, oder?
Also von dem her glaube ich, die Schweiz ist gut bedient, wenn wir diesen Infrastrukturwettbewerb hochhalten. Und da sind die Kabelnetzanbieter, die treiben die Swisscom auch, das ist gut so. Wir investieren wegen diesen Kabelnetzanbietern, weil es Infrastrukturwettbewerb hat. Und wir sollten einfach diesen Wettbewerb spielen lassen. Und der führt am schnell zum besten Resultat. Die Preise werden weiter runtergehen, da bin ich bei Ihnen, Frau Stalder. Obwohl unsere Branche vor rekordhohen Investitionen steht. Und wir müssen Sorge halten zu dieser Investitionsquote in der Schweiz, weil es wird auch immer gesagt, ja, jetzt baut die Swisscom noch 3-4 Jahre aus und dann ist das geschehen. Das ist nicht so. Wir werden weiter sehr hohe Investitionen haben, weil die Bandbreite, der Bandbreitenbedarf permanent steigen wird, ja sogar exponentiell. Und das braucht extremste Investitionen und wenn Sie einen Markt kreieren, wo das nicht möglich ist, dann werden Sie Infrastrukturen haben, wie wir das kennen aus dem Ausland. Müssen Sie nicht weit gehen, gehen Sie in die EU und schauen Sie, wie es dort ist. Genau, Sie haben auch noch... Ja, vielleicht ganz kurz, und ich habe es vorher auch schon gesagt, ich bin optimistisch, dass mit neuen Technologien wirklich viel möglich ist. Und wir haben jetzt über die letzten 12 Monate mehr als 15 Millionen investiert in den Mobilfunkausbau in den Regionen, um auf 95% geografische Abdeckung zu kommen. Und ich glaube, dass diese sogenannte Bonding, die Kombination von Mobilfunk und Fixnet, wirklich eine Möglichkeit bietet, um eine starke Internetverbindung zu haben, längerfristig auch in den Regionen. Und es steht heute nicht in meiner Telekom-Lizenz, Sunrise muss auf 95% geografische Abdeckung gehen. Ich mache das, weil wenn man ein Qualitätsanbieter ist, dann muss man diese Regionen bedienen können und ein Produkt haben, was überall funktioniert. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Das Zweite, nochmal zurückkommt, die Zugangsregulierung. Die Zugangsregulierung, gerade deshalb ist das doch relativ kritisch, weil nochmals, wenn es diesen Regulierungsdruck nicht gibt und die Wholesale-Preise gehen hoch, dann haben Sie vielleicht in einer Randregion nur eine Infrastruktur, dann haben Sie nur ein Produkt, nur ein Angebot und nur ein Preis. Und ich denke, was heute gut ist, dass man überall in der Schweiz auch die Möglichkeit hat und dass man 2-3 Angebote hat, um dafür zu sorgen, dass auch die Preise stimmen. Herr Stalder? Ich stelle extra jetzt eine sehr proaktive Frage. Es ist zwar 20 Jahre zu spät, aber als Konsument habe ich eigentlich keine Lust, dass es 3, 4, 5 Mobilfunknetze gibt, dass es verschiedenste Netze gibt. Wieso kann man das nicht etwas bündeln? Also man will ja Dienstleistungen beziehen. Man will ein gutes, stabiles Netz und auf diesem sollen Dienstleistungen fahren. Und diese Dienstleistungen, die können sich unterscheiden. Aber ein Netz, eine gute Infrastruktur, die ist gegeben, die ist für uns eigentlich wie Service Public. Ein Swissgrid für die Mobiltelefonie. Hm? Also Sie sprechen eigentlich wieder für die alte PTT-Zeit. Ja? Da habe ich das verstanden. Ich will mehr als ein Telefon auswählen können. Wollen Sie noch was sagen? Oder? Also für mich ist das auch die entscheidende Frage. Brauche ich wirklich Wettbewerb bei der Infrastruktur? Ich will eine gute Versorgung. Oder? Ja. Sie sagen, wir hätten heute diesen Wettbewerb in der Romandie, wenn Sie irgendwo die Grenze gerund sind, haben Sie das nicht. Sie haben einen Anbieter und das ist vielleicht auch sinnvoll. Wir haben, das ist die Swisscom und dann hat es sich. Was? In der Romandie haben Sie nicht Sunrise? Aber auf dem Land. Also ich werde Das haben wir jetzt. Also ich werde gerne mit Ihnen darüber konkret sprechen. Da können wir machen. Wir haben sehr gut darüber. Also wir haben noch eine Viertelstunde, nachher geht es Apero. Da vorne gibt es noch eine Frage. Mikrofon. Vertreten den Verband OpenX. Verband OpenX steht für offene Netze. Und genau die Frage, die Frau Stadler angesprochen hat. Wir möchten nicht, dass es 10 Hauszugänge gibt, dass es 10 Wettbewerber gibt. Es braucht keine 10 Gräben, um Wettbewerb zu machen. Sondern so wie wir das begonnen haben, so wie es bestimmt wurde am runden Tisch, wir wollen eine einzige Infrastruktur mit 4 Phasen und das ist Infrastrukturwettbewerb. Es braucht nicht mehrere. Und ich bin einig mit Urs, dass es im Prinzip mit den Zahlen, er sagt jetzt, es gibt 80% 2 Netze, das ist ja super, also neben Swisscom 100% gibt es noch 80% Wettbewerb durch ein Kabel und noch 30% in den Städten.
Ich nehme dieselben Zahlen und sage, das ist eine Katastrophe, was wir haben. Wir haben in 20% ein Monopol der Swisscom im Bereich Infrastrukturwettbewerb. Wir haben in weiten 70% ein Duopol eines Kabelnetzproviders und der Swisscom infrastrukturmäßig. Und wir haben nur in den Städten, in 30% gibt es Wettbewerb. Und wir bemängeln, dass dieser Wettbewerb nicht weitergeht, Infrastrukturwettbewerb. Und wenn wir das anschauen, die Frage, die Frau Leutenegger-Oberholzer gestellt hat, also wir haben diese Zahlen, wir haben es an 2200 Gemeinden geschickt, es sind 50% Unterschied, wenn Sie in einer Stadt wohnen, wo es ein offenes Netz gibt, da gibt es 10 bis 20 Provider auf den Stadtnetzen. Und es gibt im Prinzip, hier gibt es Wettbewerb und das sind 50% weniger, als Sie bezahlen im Prinzip, als auf dem Land. Und das möchten wir weiterführen. Urs Schäppi hat eingeladen. Am Montag hat der Martin Reber uns gezeigt, wie sie jetzt PON-Netze auch bauen. Und die sollen wieder Infrastrukturwettbewerb. Wir haben das vertagen müssen auf Januar. Wir hoffen, dass wir jetzt auf dem Land offene Netze weiterbauen können, dass ein wirklicher Infrastrukturwettbewerb möglich ist. Herr Schäppi, Sie haben angesprochen. Uns wird immer vorgeworfen, wir bauen uns ein neues Netz auf, wir sperren Konkurrenten raus und so. Das wird uns permanent vorgeworfen. Ich habe den Vertrag gemacht mit Sunrise bezüglich Netzzugang. Hä? Genau. Ihr schreibt selbst, es ist ein guter Vertrag, ihr gewinnt Marktanteile damit. Punkt Nummer eins, wir werden sicher nicht dort die Preise erhöhen. Wir haben sogar eine Klausel in diesem Vertrag, dass er wettbewerbsfähig sein muss. Also von dem her, Vorwurf Nummer eins, der nicht stimmt. Dann wird uns der zweite Vorwurf gemacht, bauen uns ein neues Monopol auf. Das stimmt einfach nicht. Sie können bereits heute auf unsere Netze kommerzielle Angebote, die müssen wir, ja, die müssen den Kopf nicht schütteln, schlau nicht. Nein, ich könnte böse so ein Angebot haben, da geben Sie gar Marktanteile damit. Sie können dort drauf und wir können es uns nicht erlauben, schon nur wegen der Wettbewerbskommission, dass wir ein Preisquizing machen. Also unsere Netze sind offen. Und wir zeigen jetzt auch in einer nächsten Phase, die Technologie verändert sich permanent, dass man co-investieren kann mit uns. Aber co-investieren heißt, das ist ein da handelt man aus, wie dass man investiert zusammen. Und es braucht immer zwei. Wenn natürlich der eine kommt, der will alle Rechte und nichts investieren, dann findet man keinen Deal. Also einfach die Behauptung, die Swisscom baut sich ein neues Monopolnetz auf, ist einfach eine Lüge. Okay. Vielleicht darf ich hier kurz. Ja. Adrian Zimmermann von der Snowflake. Wir sind Webdienstleister in Zürich, Bern und Luzern. Und ich habe hier am eigenen Leib erfahren, wo der Wettbewerb nicht spielt. Es ist kein Jahr her, wo ich in Zürich in der Innenstadt ein Swisscom-Glas kaufen musste, weil nichts anderes da war. Jetzt haben wir auch EWZ. Ich habe damals notabene 1400 Franken bezahlt im Monat. Also wenn Sie sagen, wir sind fortschrittlich gewesen in den Preisen in den letzten Jahren, dann muss ich sagen, ein Glasstang in der Zürcher Innenstadt für 1400 bis noch vor kurz vor einem Jahr, da ist kein Wettbewerb und das ist kein guter Preis. Ja. Na gut, aber Sie bringen ja das beste Beispiel. Zürcher können es jetzt auswählen zwischen X Anbietern. Die Preise sind substanziell runtergegangen. Also, was beklagen? Ja, der Wettbewerb spielt das gut so. Ja, jetzt bin ich gerade etwas überfordert. Also Herr Swanti und nachher Frau Stalder und dann Herr Osterwalder. Ja, ganz kurz nochmal. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben einen fairen Preis zwischen Swisscom und Sunrise in 2014 verhandelt. Diese Preise müssen immer wieder neu angeschaut werden, das ist ganz klar. Es sind nicht nur Preise, sind auch Service-Levels, Dienstleistungen, die definiert werden müssen, weil da liegen heute in der Schweiz sehr viele Probleme. Es ist heute sehr schwierig, auf der technischen Seite von einem Anbieter zu einem anderen zu wechseln. Es dauert, es braucht Zeit, man braucht einen Installateur, es ist sehr kompliziert. Okay? Das wird alles geregelt. Es ist nicht nur Pricing, es ist auch Dienstleistungen, die einigermaßen definiert werden. Aber Urs, it is a fact, okay? It is a fact, dass du kannst nicht sagen, hey, die Verhandlungen nächstes Jahr, wenn es kein FMG gesetzt wird, die werden genauso ablaufen wie vorher. Ein gewisser Regulierungsdruck bringt den anderen Partei zu dem Verhandlungstisch und sorgt dafür, dass es faire Preise gibt. Und wenn du da nicht einverstanden bist, dann würde ich dich nochmal bitten oder in Erinnerung bringen, dass als unsere Teams zusammengekommen waren und haben gesagt, komm, wir machen jetzt mal die Verlängerung, da gab es ganz klar die Diskussion, nein, lass uns das nicht ummachen, weil wir haben diese Diskussionen zu einem möglichen FMG-Gesetz.
Ich weiß nicht, ob du mit mir jetzt über diesen Wholesale-Vertrag verhandeln willst, hier am Tisch. Ich glaube, das ist das falsche Ort. Oder? Aber wir werden dort eine gute Lösung finden, das ist sowieso so. Und ich kann gar nicht keinen Vertrag machen oder mich nicht diskriminierend verhalten mit den Anbietern. Das geht gar nicht, sonst habe ich die Wettbewerbskommission am Hals. Aber gut, also das ist eben mein Stichwort. Genau. Noch kurzes Wort geben? Ja. Seit wie vielen Jahren sind diese Fälle pendent vor der Wettbewerbskommission und werden weitergezogen? Und da wird natürlich eine Monopolrente abgeschöpft und die wird den Konsumenten nie zurückgegeben. Genau. Also dass die Wettbewerbskommission ihnen dann wirklich auf die Finger und ihnen auch eine Buße erteilt und sie dann korrigieren. Das können sie immer mehrere Jahre, ich sage jetzt 10 Jahre plus, hinauszögern. Ich gebe Ihnen die Threema-Applikation. Okay? Das war ein super Argument. Genau. Abgemacht. Also, Herr Scheppi, ich bin ja kein Executive, ich bin ein Frontmann. Oder eine Rampensau. Ich bin im Tagesgeschäft mit Swisscom unterwegs. Und ich war dabei und habe Interessen vertreten von Kooperationspartnern. Und das war nie so, dass einer gekommen ist und Ihnen die Rahmenbedingungen eines Kooperationsdeals vorschreiben hätte können. Also man musste die eigenen Kunden überzeugen, dass das halt so ist mit einem Vertragswerk und wir arrangieren uns, wir machen uns und das ist auch eine gute Sache. Aber was mich dann schon wundert, dass dann irgendwann ein strategischer Beschluss gefasst wird und sagt, oh, wir hören jetzt mal auf. Mit Gründen, es lohne sich nicht. Oder, Frau Leutner-Gobolzer, das ist wichtig, dass wenn es dann eben ein bisschen zäh wird mit Weilern hier und dort, dann hört man dann auf und kommt mit Cheapon, das niemand versteht oder irgendwie. Und es gibt schon Scharmützel und ich verstehe das auch. Sie sind Geschäftsleute und wollen auch die Dividende für den 51% Anker-Shareholder maximieren. Das ist ihr gutes Recht. Aber Sie haben eine historische, Sie haben eine Vergangenheit mit der PTT-Telekom, da wollen wir übrigens nie mehr hin, glaube ich. Wir haben in der Tat historische Kabelnetzbetreiber, deshalb diese Kabel- und Schacht-AG wahrscheinlich tatsächlich 20 Jahre zu spät ist. Aber Sie reizen es in der Tat aus und Sie machen es wieder, indem Sie rumrennen und sagen, oh, nicht eintreten. Das ist genau das, Wettbewerbsverfahren führen und jede möglichste Frist erstrecken. Okay. Und ich verstehe die Taktik dahinter, aber es geht genau um das, sagen, okay, wir spielen es ökonomisch und nur ökonomisch. Gut, eine letzte Replik und dann würde ich sagen... Ja, ich bin mir das langsam gewöhnt, dass mir permanent Vorwürfe gemacht werden zu diesem Thema. Man muss einfach zuschauen, der Wettbewerb spielt hochgradig und die alle haben irgendwie ihre Interessen. Man sollte sich überlegen, wenn man diese ganze Debatte führt, warum... Oder wer sind die Gewinner und Verlierer? Das müssen Sie mal für sich selbst durchspielen. Schauen, wer sind die Gewinner und Verlierer und was setzen Sie für Akzente, wenn man diese Zugangsregulierung annimmt? Ich glaube, da habe ich meine Argumente gebracht dazu. Genau, ich glaube, das Thema haben wir jetzt langsam aus allen verschiedenen Diskussionsrichtungen behandelt. Gibt es noch Fragen zum Thema Netzneutralität, was ja eigentlich auch noch eines der Themen gewesen wäre für die letzten 4 Minuten oder so? Ist fertig. Sonst schlage ich vor, dass wir langsam in die Endrunde einsteigen. Balthasar Glättli hat uns begrüßt mit einem Votum und wird uns dann auch noch gleich verabschieden. Trotzdem noch für die teilnehmenden Podiumsleute, möchten Sie noch etwas anfügen, etwas noch Neues, was wir noch nicht gehört haben? Dann würde ich sagen, gibt es aus dem Publikum noch Fragen? Das ist ja wunderbar, so geklärt war die Situation noch nie in einem Open Hearing. Von dem her, vielen Dank für die Diskussion. Das war wirklich sehr spannend. Sie können gerne noch schnell warten für das Schlussstatement von Balthasar Glättli. Anschließend sind Sie alle herzlich eingeladen, da noch etwas zu trinken und dann die persönlichen Threema-Angaben und so weiter auszutauschen.